Und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge School of Dragons. Ich habe meinen Drachen wieder gefunden. Ja, der hat sich versteckt hinter einem Bäumchen und hat sein Geschäft erledigt. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja genau, bei der Ausbildung. Mir hat der Lehrer Hicks gesagt, ich soll doch bitte mal meine Drachen füttern. Ja, mach ich doch. Ich gebe ihm mal einen Aal, weil dann soll der angeblich hier... geh mir aus dem Bild hier. Geh mal weg. Geh doch mal weg. Ich fütter den jetzt mal mit einem Aal. Zack. Was ist jetzt? Der ist nicht gut gelaunt. Was haben wir denn hier? Was soll ich jetzt machen? Aalbraten? Anweisungen, brate Aale der Zielfarbe, damit dein Drache glücklicher wird. Aha. Zack. Was ist das denn? Cool. Ist er jetzt glücklicher geworden? Nee, anscheinend nicht, oder? Ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen glücklicher ist er geworden. Aber das kann man ändern. Und zwar, wir können ein bisschen mit ihm spielen. So, pass mal auf. Was machen wir denn? Mach mal ein Beispiel. Schau mal, da ist er. Und hol. Na, hol. Ja, schnell. Ja, fein. Yippie. Na, bring. Ja, fein. Oh, das scheint ihm mehr Spaß zu machen. Und hopp. Ach, das ist ja so süß. Na komm, na komm. Ja, fein. Und hoppa. Oh, der ist aber weit. Ja, der ist ja weit. Ja, der ist ja weit. Ja. Oh, okay, jetzt pass auf. Jetzt machen wir ein... Ups. Da, schau mal. Da, 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 da. So, Energie ist voll. So, tolles Team. Lass deinen Drachen wachsen und schalte das Fliegen frei. Oh, mein Drache hat Level Up. Was ist das schon her? Moment, mein Handy hat hier gerade ein bisschen... So. Level Up. Er ist jetzt Stufe 2. Was mir aber hier nicht gefällt... Was ist das denn? Gebe ich ihm vielleicht mal was zum Essen nochmal? Wie ist Dor? Moment. Ich habe doch was in der Tasche. Hier, schau mal. Ja, bitte. Geheimkiste. Ich nehme mal das. Schrecklicher Schreckenstärke, was ist das denn? Keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Fisch mehr für meinen Kleinen. Na gut. Muss reichen. Jetzt geht's weiter in der Schule. So, mein Lieber. Wie lautete Hicks neue Hypothese? Ich denke, wahnsinnige Zippers sind einfach nur große Angst. Nein, ich denke, dass ohne sein wählerisch beim Essen ist. Ich denke, dass Drachen Angst vor allen haben. Ich denke, dass ohne Zahn viele Eimer Fische auf einmal essen kann. Ich glaube, sie haben Angst vor allen. Nimm ich jetzt mal. Ich bin gut. I had to adjust my theory on the fly when my testing showed it was false. The good thing about the scientific method is that nothing is wrong. We test hypotheses to see if they are true or false, and all data that we learn is good. It helps us solidify our hypotheses. Okay. Wie hat die wissenschaftliche Methode Higgs geholfen? Er hielt dadurch einen guten Ruf bei den anderen Wikingern. Ich habe die Antwort bei Koblenz Test gewusst. In den Experimenten wurden Higgs Hypothesen überprüft und sie haben ihm gezeigt, wie er eine Bindung mit Unzahn eingehen. Ah,
Ich nehme mal das. Das stimmt. Ich bin gut. So, weiter. Now that Toothless trusted me, I could get back to my original problem. I wanted to help Toothless fly again. Ja, fliegen. It was a really thrilling and difficult experience trying out many things to help him fly. Jetzt baut ihm quasi eine neue Schwanzflosse. And I made a lot of errors. But you know how it turned out. Scheint zu funktionieren. Sehr schön. Now Toothless and I are the best of friends. Ja, schön. Das kann ich mit meinem Drachen bestimmt auch nochmal machen. Oh, I got it. This is what I want you to do. Mit meinem nächsten Lehrer sprechen. Ja, mach ich. Okay. Wohin? Triff Fle. Fleckma? Was ist denn das für ein Name? Gut. Dann gehen wir dann. Ups. Hm? Hoppala. Yippie. Und verliere ich nicht wieder meinen Drachen. Das wäre nicht so gut. Na komm, schneller. Komm. Go. Ladebildschirm. Na? Habe ich es doch gewusst. Oh Gott, was sind das für Sprüche da? Mit Milch angeln, ohne Zahn suchen. So. Wo müssen wir denn hin? Huch. Pfeil schickt mich da lang. Wo ist mein Drache? Da kommt er. Er ist heute ein bisschen spritziger unterwegs als das letzte Mal. So. Wir müssen. Wohin? Hier hin? Huch. Nächster Ladebildschirm. Mit Higgs Karten zeichnen und Teleskop benutzen. Fischbeinkarten. Was? So. Huch. Hier ist aber viel los. Hallihallo. Ach, ich will auch so einen großen Drachen. Huch. Wohin? Ah, hier. Greenhouse. Das ist das Gewächshaus. Der Botaniker kümmert sich gerne um dieses Gebäude. Daneben ist das Bauernhaus. Da kannst du dich an Farmen ausprobieren. Farmen. Okay. Dann quatsch mal. Hopp. Hallo, ich bin Fleckma, der Grimmige und außerdem der Botaniker der Schule. Ich bin der Experte für alles, was lebt. Ich leite das Gewächshaus und sorge dafür, dass alle Drachen genug zu essen haben. Essen ist immer gut. Ich esse auch gern. Ich zeige dir, wie man die Ernte einbringt und Tiere aufzieht. Der Eingang zu deiner Farm ist neben meinem Gewächshaus. Geh schon mal rein. Ich gehe schon mal rein. Hallo? Erfahre mehr über den Hof. Ist das jetzt der Hof oder? Ich habe keine Ahnung. Supi. Und jetzt? Was ist das denn? Was kann ich denn hier machen? Ich fange jetzt den Lachs. Ach so, das ist ein Jobboard. Da können wir dann wieder ein bisschen angeln. Haben wir in der letzten Folge schon genug gemacht. So, wo muss ich denn hin? Ich fahre mir über den Hof. Ja, mach ich. Bitte. Hallo? Darf ich mal? Danke. Hallo? Hallo? Könnte ich mal? Ne? Jetzt? Nein? Jetzt? Nein? Wo soll ich denn jetzt hin? Komm, erzähl mal. Ich weiß doch nicht. Wohin denn jetzt? Wir fahren mehr über den Hof. Ja. Vielleicht steht hier irgendwas. Wir fahren mehr über den Hof. Wohin? The quest page tells you what you need to do right now to finish your task. Aha. Nein, wirklich. Ja. Ja, schön.
Oder soll ich mich jetzt hier irgendwo dahinsetzen? Oder was soll ich hier? Soll ich hier machen? Ich habe keine Ahnung. Oder hier? Oder da? Oder hier irgendwo? Oder außenrum? Oder ich weiß es nicht. Vielleicht ist hier irgendwas. Hallo? Brunnen? Vielleicht dahinter? Nein? Hier ist auch nichts. Hm. Hallo? 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 Hier oben vielleicht? Was ist das denn? Aha. Interessant. Huch. Kann ich da irgendwas machen? Ah, da kann ich runter. Will ich aber nicht. Ich möchte gern was über den Hof erfahren. Ups. Ups. Kann ich jetzt mit dir nochmal reden oder? Nein. Hallo? Hm, geht nicht. Geht nicht. Was ist das denn? Taxi. Ich bin jetzt schon wieder ratlos. Fische fangen? Nein, ich habe jetzt keine Lust, um Fische fangen. Hallo? Ich will jetzt was lernen. Oder vielleicht müssen wir das nochmal neu starten. Wiederholung. Der Eingang zu deiner Farm ist neben meinem Gewächshaus. Geh schon mal rein. Neben meinem Gewächshaus? Neben meinem Gewächshaus? Hier? Nein. Hier ist ein Brunnen. Kann ich hier reinspringen? Nein. Vielleicht doch mal auf die Karte gucken. Huch. So, Schule. Farmen. Angeln. Ich bin jetzt hier, oder was? Nein. Schule? Laden? Ich bin schon wieder ratlos. Was ist das? Nein, das ist nicht. Hier vielleicht. Ach, Leute. Da steht's. Farm. Sowas. So, willkommen auf deinem Hof. Mit Liebe und Pflege können wir daraus den besten Hof der Schule machen. Ich gebe dir etwas Gold für den Anfang. Klicke auf das Ladensymbol oben rechts am Bildschirm. Mach ich. So, Drachenleckerli-Samen. Kaufen. Ich nehme mal eins. So. Einkauf abgeschlossen. Prima. So, pflanzen wir einige Drachenleckerli-Samen. Geht zu einer Bodenparzelle, die sich zum Anpflanzen eignet. Ich klicke... Und was? Und klicke darauf. Sie sind gelb hervorgehoben. Ich schätze mal, das werden die hier sein. Denke ich mal. Klick. Pflanzen. Das da? Ach, schön. Cool. Aha. Achso, ich muss wieder kaufen. Ja gut, pass auf, dann machen wir 4 Stück. So. Ja. Pflanzen brauchen Wasser, um zu wachsen. Klicke auf das Drachenleckli und klicke... Achso, ich muss, noch gießen. So. Ah, prima. Gießt ihr denn? Wo gießt ihr denn? Da ist die Blume, nicht da vorne. Pflanzen brauchen Zeit zum Wachsen, aber das kannst du beschleunigen, wenn du die Sofortente verwendest. Klicke auf deine Pflanze und klicke auf die Schaltfläche für die Sofortente. Ente. Ernte. Dieses Mal bezahle ich die Edelsteinkosten. Das ist aber nett. So. Ach so. Man muss Edelsteine dafür zahlen, um ernten zu können. Ach so, und das wird jetzt noch eine Minute 30 dauern. Gut, aber ich will jetzt ernten. Normalerweise kannst du Edelsteine zur Soforternte verwenden. Dein Drachenleckerli ist jetzt bereit. Klicke auf die Pflanze. Wenn deine Pflanzen verrotten, ist das nicht allzu schlimm. Du kannst im Laden einen Komposter erwerben, um verwelkte Pflanzen in Würmer zu verwandeln. Ah, das ist natürlich auch praktisch, Würmer zum Angeln. Deine geernten Pflanzen kommen in die Hofschaltfläche deiner Tasche. Klicke auf das Taschensymbol, um sie anzusehen, wenn du sie
Keine Ahnung. So. Aha. Okay, alles klar. Supi, habe ich. Verbessern wir deinen Hof. Betritt den Baumodus. Klicke dazu auf die Schaltfläche rechts am Bildschirm. Uch, was ist jetzt kaputt? Aha, jetzt kann ich hier was bauen, oder was? Wie wär's mit einer Vogelscheuche? Was ist das denn? Eine Feuerstelle. Ich setz sie mal dahin. Prima. Zieh die Feuerstelle über deinen Hof und klicke an Ort. Ja, ich will sie hier hin haben. Dahin. Huch! Nein, jetzt habe ich sie weggemacht. Ich will sie dahin haben. Genau. So, wenn du. Klicke auf den Zurückpfeil, um aus dem Baumodus zu deinem Hof zu wechseln. Aha. Ah! Sehr schön. Lade deine Freunde auf deinen Hof ein und bitte sie, das Kästchen zu unterschreiben, um Belohnungen zu erhalten. Was? So, Levelaufstieg deiner Farmfertigkeit. Betreibe weiterhin Landwirtschaft, um mit jedem Level neue Nutzpflanzen, Tiere und Dekorationen freizuschalten. Denk daran, auf die Tafel mit den Jobangeboten zu sehen. So kannst du mit deinen Pflanzen Geld verdienen. Und Job Level Up. Tolle Arbeit, du musst unbedingt auch die Höfe deiner Freunde ansehen. Mach ich. Dann die Schule, wenn du deine Ausbildung fortsetzen möchtest. Alles klar. Jetzt möchte ich auch mal was ausprobieren. Wo ist denn schon wieder mein Drache hin? Hallo? Magst du nie auf meinen Hof? Hm? Nicht? Magst du nicht? Hallo? Hallo? Na Drachi, komm mir her. Was ist denn los? Ist der schon wieder weg? Hallo Drachi. Oder komme ich hier wieder raus? Was ist das denn? Eine Kiste. Leider nicht. Nö. So, was hast du denn? Drachenbiss. Was ist denn das? Waffen und Raptus haben eine durchgeknallte Idee. Es ist besser, wir kennen keine Einzelheiten, mein Freund. 10 Stück will der davon. Nö. Ich pflanze hier lieber noch mal ein bisschen. So, guck mal hier. So. So. Kaufen. Nehmen wir mal 5 Stück. Wir haben 5 Felder. Kling. So. Also, einmal. Kling. Das da. Und hier. Das da. Und hier eins hin. Zack. Und hier eins hin. Zack. Und hier eins hin. Zack. So, jetzt müssen wir natürlich noch alle gießen, ne? Das haben wir ja gelernt. So, einmal. Gießen. Ja, prima. Funktioniert ja schon super. Jetzt baue ich den mal ab. Oder? Ach nö, ich lass den mal. Lassen ihn mal ruhen. So. Ich frag mich gerade, warum hier mein Drache nicht mitgeht. Darf der nicht auf meinen Hof oder was? Ich gehe hier mal raus. So. Ich hoffe, der kommt dann wieder. Ha, da ist er ja. Gratuliere. 495 Diamanten kriege ich. Das ist ja toll. Farmer Starter-Set. 800 Gold. Du hast nicht genug Edelsteine, um das Angebot zu kaufen? Nein, will ich nicht. Ach so, okay. To be an ultimate dragon trainer, you and your dragon need to learn how to work as one. We created an obstacle course called Fireball Frenzy that helps you hone your dragon's fireball shooting skills. Mm-hmm. Your dragon is a little small for the course, but Toothless wants to help you with your first lesson. Walk up the ramp to the arena to get started. Remember, follow the arrow if you're not sure where to go. Aha, alles klar. Jetzt muss ich ihm dann noch ein bisschen Feuerspucken beibringen. Ist ja interessant. Ja, ich hätte mal gesagt, das war's wieder für diese Folge. Wir haben heute gelernt, wie wir unsere Farm ein bisschen aufmöbeln. Ja, wie immer. Pflanzen. Und ich habe Geschenke gekriegt. Oder was ist das? Nee, will ich ja nicht. Dafür muss ich ja zahlen. Ja, davon lebt halt dieses Free-to-Play, ne? Man muss sich was kaufen. Ja, und das nächste Mal
werden wir dann auch mal ein bisschen die Flug- und Spuckfertigkeiten erhöhen von unserem Drachen. Und ja, und ich hoffe, dass ich dann auch mal auf ihm reiten kann. Ne? Und ich sag dann nochmal bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Für eure Wünsche, Kommentare und Kritiken bin ich natürlich gern zu haben. Schreibt es einfach unter das Video. Ich lese mir das aufmerksam durch und gehe drauf ein. Dann wünsche ich euch einen guten Tag, guten Abend und sage Tschö mit Ö.